Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Lunch-Update und der letzten Online-Konferenz vor Weihnachten begrüßen. Aktien, Anleihen, Gold, ein taktischer Blick auf die Kapitalmärkte. Es bietet sich in dieser Woche an, nochmal die Thematik zu beleuchten. Gestern Inflationsdaten aus den USA, heute die Notenbanksitzung in den USA, dazu noch die Europäische Zentralbank in dieser Woche. Und wir wollen das als Gelegenheit nutzen, einen etwas taktischeren Blick auf die Märkte zu werfen, speziell natürlich die großen Vermögensklassen und auch Überlegungen zu Gold, die im aktuellen Umfeld aus unserer Sicht wieder mehr Beachtung finden sollten. Sie werden natürlich im Nachgang die Online-Konferenz wie gewohnt als Aufzeichnung in Form einer Konserve zur Verfügung gestellt bekommen und Sie können jederzeit Ihre gewohnten Ansprechpartner bei uns im Haus, natürlich mit detaillierten Fragen respektive mit Fragestellungen zum persönlichen Kontext entsprechend kontaktieren. Zunächst eine sehr erfreuliche Entwicklung, die wir sehen, bevor wir dann im Detail nochmal auf die negativen Aspekte eingehen. Aber was Sie hier sehen in dieser türkisblauen Linie, das ist der Indikator der Inflationsüberraschung. Das heißt, je stärker diese Linie nach oben geht, dargestellt an der rechten Skala, desto mehr hat die Inflationsrate, die tatsächlich hereinkam, eine Abweichung von der erwarteten Inflationsrate. Also nach oben gesehen, wenn Sie so möchten, negative Überraschungen. Und im Gegensatz dazu sehen wir hier in dunkelblau, sehen wir den Abgleich der Konjunkturdaten. Das heißt, hier betrachten wir Konjunkturdaten, die Erwartungen, also Konsensschätzungen zur Wirtschaftsentwicklung, zu Daten vom Arbeitsmarkt, also zu vielfältigen Konjunkturparametern für die G10-Staaten und damit auch geschaut, wie ist denn der Abgleich der realen Daten mit den Erwartungen. Kommen die Daten positiver herein als erwartet oder kommen sie negativer herein? Und wir hatten eben eine Situation, das können wir sehr schön sehen, dass wir massive negative Inflationsüberraschungen hatten. Die Inflation war deutlich höher, als man das im Vorfeld erwartet hat, als es auch die Notenbanken selbst in der Kommunikation entsprechend erwartet haben. Sie erinnern sich an dieses Thema Inflation, es ist nur transitory, nur vorübergehend, das wird sich alles normalisieren. Und die Notenbanken wurden dann von der Realität eingeholt, was ja auch zu dieser massiven geldpolitischen Wende geführt hat, die ja wirklich sehr spektakulär sich in diesem Jahr niedergeschlagen hat. Also auf der einen Seite Inflationsüberraschungen sehr negativ. Diese Inflationsüberraschungen haben zur Wende der Geldpolitik geführt, ein Zinsschock. Auf der anderen Seite negative wirtschaftliche Überraschungen, speziell auch das Thema Nulltoleranzpolitik gegenüber Covid-19 auch in China, plus die Nachwirkungen von ohnehin angespannten Lieferketten, die mittlerweile beseitigt sind. Also auf der einen Seite Inflation negativ überrascht, Konjunkturdaten auch negativ überrascht. Und Sie erinnern sich vielleicht, im Frühjahr haben wir immer gesagt, naja, wir hoffen, dass sich diese relative Differenz zwischen Inflations- und Konjunkturabweichung, dass sich das positiv aufhebt, also dass die Inflationserwartungen und Überraschungen eher geringer werden. Und dass die Konjunktur dann vielleicht sogar besser hereinkommen als erwartet. Und da sehen Sie im Endeffekt, diese Lücke hat sich ganz ordentlich geschlossen. Und darin könnte man es auch durchaus begründet sehen, dass wir beispielsweise auch in den letzten Monaten, speziell seit dem 30.09., haben wir ja gesehen, dass insbesondere auch die Aktienmärkte sich sehr positiv entwickelt haben. Auch Unternehmensanleihen haben ja positive Renditebeiträge generiert. Also das aus unserer Sicht das große Thema und daher schaut man natürlich nun im Detail gestern die Inflationsdaten für die USA, die natürlich sehr wichtig sind für die Geldpolitik. Also nicht nur, wie hoch steigt der Leitzins in der finalen Ausprägung, sondern auch, wie lang bleibt er dort? Und na klar, je höher die Inflationsrate, respektive je länger die Inflationsrate erhöht bleibt, immer die Frage natürlich, gegen was misst man das? Gegen das disinflationäre Umfeld der letzten 10 Jahre? Gegen einen längeren zeitlichen Kontext von 30 Jahren? Man weiß es nicht. Von daher, das ist natürlich ganz wichtig. Und wir haben gestern gesehen, dass die Inflationsdaten für die USA, die sogenannte Headline Inflation, die alles berücksichtigt, also inklusive Inflation und Energie und Nahrungsmittel, da sehen Sie eben, die kam jetzt schon wiederholten Maße zurück. Und auch die Kerninflationsrate, die diese schwankungsreichen Aspekte ausklammert, auch die kam zurück.
knapp unter 6%. Und die Marktteilnehmer schauen aktuell nicht nur auf die Jahresveränderung, sondern man schaut auch sehr stark auf die Monatsveränderung. Also wenn Sie so möchten, haben wir dann insgesamt 4 Inflationsdaten. Klassische Inflation, Jahresveränderung, Monatsveränderung, Kerninflationsrate, Jahresveränderung, Monatsveränderung. Und alle 4 kamen geringer herein, als man das erwartet hat und auch geringer, als das verschiedene Hochfrequenzindikatoren haben angezeigt haben. Also das erstmal eine sehr positive Nachricht. Natürlich an dieser Stelle, die Inflation in den USA scheint den Scheitelpunkt gefunden zu haben. Und das passt auch sehr gut in das Bild von Frachtraten, die deutlich zurückgekommen sind. Produzentenpreisen in Deutschland, die im Monatsvergleich gefallen sind. Produzentenpreise in China, die deutlich zurückgekommen sind. Also niedrigere Produzentenpreise, abgesehen von dem kleinen Ausreißer in den USA in der letzten Woche, geringere Frachtraten, weniger negative Überraschungen. Das ist natürlich erstmal positiv, auch für die Lieferketten, für die Inflation und Ähnliches. Aber der Teufel liegt natürlich im Detail. Es gibt noch keinen Grund zu feiern. Und das vielleicht auch der Grund, warum die Märkte, nachdem sie gestern im Rahmen der Inflationsdaten erst stark angestiegen sind und dann nochmal deutlich zurückgekommen sind, zwar positiv geschlossen die Aktienmärkte, aber konnten ihre Gewinne bei weitem nicht halten. Und das könnte man vielleicht hiermit begründen, dass man sich eben diese Sticky Price Inflation anschaut. Also so diese Inflation, die natürlich eher dauerhafter ist, die langsamer auf Veränderungen reagiert. Und da sehen Sie in Blau die Jahresveränderung. Da sehen Sie, da sind wir immer noch auf einem 40-Jahres-Hoch, genauso auch wie die annualisiert über 3 Monate berechnete Veränderungsrate. Und da sehen Sie eben auch, ja, da kommt man vom Höhepunkt zurück, aber wir sind immer noch sehr, sehr hoch. Und auch wenn wir die Komponente anschauen, wir differenzieren mal zwischen den Gütern in hier schwarz dargestellt und zwischen den Dienstleistungen in blau dargestellt, dann sehen wir, dass sich diese Jahresveränderung, die bei den Gütern natürlich auch relevant war, in Corona, wir konnten nicht raus, die Restaurants waren zu, die Hotels waren geschlossen, Reisen waren nicht möglich. Da war natürlich der Dienstleistungssektor war natürlich stark getroffen. Stattdessen eine hohe Nachfrage natürlich nach Gütern und Waren. Man hat zu Hause gesessen und man hat eben ein Fahrrad bestellt, einen Heimtrainer, man hat einen neuen Fernseher gekauft, weiß Gott was noch. Und da sehen Sie eben, im Rahmen dessen, dass auch Lieferengpässe sich reduzieren, kommt eben das zurück, die Jahresveränderung immer noch positiv, aber die Tendenz eben deutlich fallend. Das passt zu dem Bild der Normalisierung der globalen Lieferketten. Aber Sie sehen es hier in Blau dargestellt für den Service-Sektor, für den Dienstleistungsbereich. Da sehen wir eben noch kein Abbrechen nach unten. Und das könnte eben auch ein Indikator dafür sein, dass die gestiegenen Löhne, die knappen Arbeitsmärkte, die engen Arbeitsmärkte natürlich immer noch eine Auswirkung haben. Also das ist den Aspekt, den man im Fokus haben muss. Von daher positiv gesehen, die Inflation hat global ihren Scheitelpunkt offensichtlich überschritten. Viele Corona-Themen sind heute nicht mehr relevant. Jetzt rückt der Fokus auf die wirtschaftliche Eintrübung. Da zeigen viele Indikatoren, dass die Wirtschaft sich abschwächt. Aber hier muss man sagen, China hat aufgrund der niedrigen Inflationsraten und aufgrund anderer innenpolitischer Themen deutlich Motivation zu stimulieren, sowohl geld- als auch fiskalpolitisch. Und China ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Treiber für die Veränderung der globalen Wirtschaftsleistung. Von daher könnten wir natürlich durchaus sehen, dass China sich hier positiv bemerkbar macht, dass der amerikanische Konsument in den Stimmungsumfragen zwar eine miese Laune kommuniziert, aber dann doch eben an der Ladentheke fleißig am Einkaufen ist. Und das sieht man ja auch vielleicht auch im privaten Umfeld, wenn Sie sich Hotels anschauen, Gastronomie. Also es ist ja schon so, die Leute sind unterwegs und geben Geld aus und vielleicht stützt der Konsument eben hier entsprechend auch die Konjunktur. Also das aus unserer Sicht das wichtige Thema. Aber wie gesagt, wir glauben, die Wahrscheinlichkeit ist eher hoch, dass Jerome Powell sich heute nochmal eher falkenhaft äußern wird. Warum? Man will auf jeden Fall verhindern, dass man jetzt zu viel Optimismus hat an den Kapitalmärkten. Man möchte verhindern, dass sich die finanziellen Rahmenbedingungen zu sehr lockern. Die waren ja sehr locker vor der geldpolitischen Wende, wurden dann enger, wurden jetzt aber wieder locker. Und vereinfacht gesprochen könnte man sagen, der Job der US-Notenbank ist, die finanziellen Rahmenbedingungen enger zu halten, die Aktivität hier natürlich auch einzubremsen. Da muss man sagen, naja,
Da ist der Arbeitsmarkt immer noch sehr stark. Da ist natürlich der Immobilienmarkt aktuell eingefroren, aber die Jahresveränderung immer noch deutlich positiv. Die Kerninflationsrate mit 6%, zwar im Trend positiv, aber immer noch zu hoch. Und von daher die Erwartung heute natürlich 0,25 Zinsanstieg wären zu wenig, 0,75 vielleicht zu hoch, nachdem man den Scheitelpunkt der Inflation gesehen hat. Deswegen ist der Konsens 0,5%. Aber viel wichtiger ist die Kommunikation und die Erwartung, wie lange bleiben die Zinsen so hoch? Wann könnten denn Zinssenkungen sein? Und wir glauben, da sollte man nicht zu positiv sein, einfach vor dem Hintergrund, dass es der Konjunktur ja doch ganz gut geht und dass man momentan sagen muss, wir wissen immer nicht genau, gibt es eine nominelle Rezession, also wo wir beispielsweise vielleicht eine Inflation haben, die sehr niedrig ist, aber die nominelle Wirtschaftsleistung fällt. Oder haben wir vielleicht eine technische Rezession, wo wir vielleicht ein Wachstum von 4% haben, aber eine Inflation von 5%. Das ist rechnerisch auch minus 1, aber das ist natürlich etwas ganz anderes, als wenn wir wirklich mengenmäßig nominell fallen. Von daher die Konjunkturprognosen und vor allem der Mehrwert für die taktische Vermögensausrichtung aktuell sehr, sehr schwierig. Wir glauben, es macht weiterhin Sinn, etwas defensiver positioniert zu sein, aber auch relativ vielleicht an ein oder anderen Stellen eher mal Anleiherisiko zu nehmen, wo man früher Aktienmarktrisiko genommen hätte. Aber das sehen wir gleich. Die großen Vermögensklassen, auch das muss man natürlich sagen, hier mal die Entwicklung über viele Monate. Wenn wir uns das betrachten, dann Gold 1,3%, das hat sich jüngst deutlich erholt. Da sprechen wir aber gleich noch drüber. Aber wenn Sie mal schauen, Aktien Europa, das ist natürlich schon ein spannendes Thema, wenn Sie an die ganzen Themen denken, die wir haben. Krieg in Europa, Energieversorgungssicherheit, wenn Versorgungssicherheit, wenn ja, zu welchem Preis und. Aber wenn Sie sehen, Aktien Europa auf die Perspektive hat sich vom Tal der Tränen dann eben auch entsprechend deutlich erholt. Wir sehen die globalen Aktienmärkte im US-Dollar minus 12%. Insgesamt hat man dieses Jahr gesehen, dass die teureren Märkte, also speziell natürlich die USA, hatten mehr mit dem Gegenwind durch steigende Zinsen mit Auswirkungen auf die Bewertungen zu kämpfen. Dann sehen Sie Aktien USA, klar, auch minus 12,5%. Aber auch der Anleihenmarkt, da fehlt eben dann auch die Dollarkomponente, weil Anleihen typischerweise aus europäischer Sicht gegen den Euro gehedged werden. Also ist die positive Dollarkomponente nicht mit eingeflossen bei minus 13%. Also das ist natürlich schon auch ein Thema, was man eben auch dieses Jahr sieht, dass zum Teil defensive Portfolios, also sprich Portfolios mit vielleicht 70% globalen Anleihen und 30% Aktien im Verhältnis zu Portfolios mit 70% Aktien und nur 30% Anleihen, dass sogar die offensiveren Portfolios gemessen an der Aktienquote besser gelaufen sind als die defensiven Portfolios. Wir sehen zum Teil Portfolios von sehr defensiven Anlegern, die zum Teil nur darauf ausgerichtet waren, die Strafzinsen zu vermeiden. Die waren in der Spitze mal 20% im Minus, weil man musste eben sehr lange Laufzeiten wählen, 7, 8, 9, 10 Jahre, um rechnerisch das Verwahrentgelt, die Strafzinsen zu kompensieren. Und wenn Sie so eine lange Restlaufzeit haben und dann steigen die Zinsen wie in diesem Jahr, dann gibt es eben über die sogenannte Duration ein massives Zinsänderungsrisiko, was sich in gefallenen Anleihenkurse auch manifestiert hat. Also alles in allem bleibt mal festzuhalten, global diversifizierte Portfolios haben sich speziell aus der Euro-Perspektive durch die Dollarstärke gegenüber dem Euro recht gut gehalten. Und wenn man, glaube ich, Anfang des Jahres speziell nach den Themen, die wir auch hatten, gibt es vielleicht gar einen Einsatz von taktischen Atomwaffen in Europa. Da muss man sagen, hätten Sie am 1.1. in das Portfolio geschaut und würden heute zum ersten Mal hinschauen und Sie würden die ganze Nachrichtenlage nicht kennen, dann muss man sagen, dann war es aus europäischer Sicht eigentlich ein gar nicht so ungewöhnliches Kapitalmarkt. Ja, nur die Besonderheit, dass die Anleihen eben so historisch schlecht performt haben. Aber auch das war ja leider Gottes ja irgendwann auch mal absehbar. Man konnte es nur nicht timen. Viele haben ja da seit 5 bis 6 Jahren schon drauf gewartet. Also für die Anleihen, Sie sehen es hier, schwieriges Jahr. Unternehmensanleihen in Euro minus 9,24%. Mit den gestrigen Schlusskursen waren aber auch schon minus 14, minus 15%, also schon Erholung vom Tief. Die Unternehmensanleihen, die kein Zinsänderungsrisiko hatten, weil sie einen variablen Zins haben, der typischerweise immer alle 3 Monate an das aktuelle Zinsniveau rangepasst wird, da sehen Sie, da ist dies Jahr nicht viel passiert, minus 0,66%. Da werden wir jetzt eher sehen, dass wir nach vorne natürlich höhere Renditen haben.
weil jetzt über das gestiegene Zinsniveau nach und nach die Basisverzinsung steigt, die Kreditrisikoprämie kommt on top. Also Sie sehen, Anleihen sind nicht Anleihen und die Differenz zwischen minus 9 und minus 0,66, also diese fast 9% Unterschied, die kommen rein aus dem Thema Restlaufzeit. Deutsche Staatsanleihen, kurze Laufzeit, 0 bis 1 Jahr, da sehen Sie auch auf Jahressicht 1% im Minus. Also auch hier, Sie sehen schon auf der Anleihenseite, auch hier, auch bei den Staatsanleihen, der große Unterschied. Länger laufende Anleihen, 1 bis 10 Jahre, also gemischt vielleicht irgendwo so 6,5 bis 7 Jahre Restlaufzeit, minus 14,4%. Und die kurzlaufenden eben minus 1%. Also Sie sehen, die Zinskomponente war bei Anleihen deutlich schlagender als beispielsweise die Kreditrisikokomponente. Die Zinskomponente nach dem Zinsschock hat sich jetzt verändert und von daher sehen wir natürlich auch bei den Anleihen hier mal entsprechend deutlich attraktivere Einstiegsniveaus. Anleihen Investment Grade aktuell wieder 3,34%, auch Staatsanleihen der Eurozone natürlich wieder deutlich lukrativer. Bundesanleihen 5 Jahre, da war ja vor noch gar nicht allzu langer Zeit, war das ein Minuswert. Und von daher wissen Sie auch, wir trommeln ja seit einigen Monaten sehr stark dafür, sich jetzt schrittweise in Anleihen zu positionieren, um in diese Verunsicherung aus der Geldpolitik, aus den Inflationsraten, schrittweise eine Anleihestruktur im Portfolio zu etablieren, was dann in 3, 4 Jahren rückblickend vielleicht sogar hoch genug verzinst war, um die Inflationsrate zu schlagen. Und das wäre ja schon mal toll, wenn man mit nominellen Anleihen die Inflation kompensieren könnte. Also auf jeden Fall macht es Sinn, alles, was nicht Rücklage ist, was die nächsten 6 Monate benötigt wird, in irgendeiner Form in Geldmarkt oder sonstige Anleihen zu investieren. Natürlich breit diversifiziert, je nach Risikoappetit eine Mischung zwischen Staatsanleihen und Unternehmensanleihen zu finden und vor allem auch nicht sich vom Festgeldangebot der Bank blenden zu lassen, weil warum soll ich 1% Festgeld bei der Bank akzeptieren für beispielsweise 1 Jahr, wenn ich gleichzeitig am Kapitalmarkt mit einem diversifizierten Anleiheportfolio vielleicht irgendwo 2,5% verdienen kann. Also diese Zinsmarge kann ich als Anleger ja durchaus auch selbst verdienen. Wir trommeln ja sehr stark für diese, ich sag jetzt mal, erweiterte Rücklage, respektive natürlich kurzlaufende Strategie oder Strategie in kurzlaufenden Unternehmensanleihen. Auch dazu können Sie uns gerne ansprechen. Das Thema ist weiterhin sehr, sehr relevant. Natürlich, auch das ist klar, neue Rechenergebnisse zu beachten. Wenn Sie mal überlegen, wenn Sie Ende letzten Jahres ein Anlageergebnis von 3% hatten, das haben wir oft bei Firmenkunden oder auch bei Stiftungen als Beispiel, dann mussten Sie damals, wenn Sie eine Renditeerwartung für Anleihen von 1% hatten, und das war schon positiv, also um auf 1% für ein gemischtes Anleiheportfolio zu kommen, da musste man schon durchaus Zinsänderungsrisiken und auch Kreditrisikoprämien akzeptieren. Und wenn man dann sagt, naja, Aktien bringen langfristig 6%, dann war das Ergebnis, naja gut, wenn Sie 60% in Anleihen investieren, dann ist es ein Ergebnisbeitrag von 6%, 60 mal 1% ist 0,6. Dann müssen Sie aber mindestens 40% in Aktien investieren. Und wenn die Aktien 6% langfristig bringen, dann sind das 2,4 und dann kommen Sie auf 3%. Das heißt, Sie haben einen hohen Anteil gebraucht mit Zinsänderungsrisiken auf der Anleihenseite, Kreditrisikoprämien, also Hochzinsanleihen ohne Investmentgrade. Und man musste hoffen, dass die Aktien im Schnitt diese 6% eben bringen. Dann kann man rechnerisch auf 3%. Und diese 3% gibt es nach diesem Zinsschock, nach diesen hohen Kursverlusten bei den Anleihen, gibt es nun wieder nur mit Renten. Aber, das wissen Sie auch, die Inflation ist nun höher. Risikostreuung sowieso immer sinnvoll. Deswegen macht es auch Sinn, Aktien entsprechend hier im Portfolio-Kontext auch zu etablieren. Wenn wir uns die Aktien betrachten, dann muss man auch sagen, es war ein Kapitalmarkt ja nach Lehrbuch. Weil was würde man erwarten? Man würde erwarten, dass in einer Welt, wo die Zinsen steigen und damit die Bewertungsfaktoren für Anleihen Gegenwind haben, die sogenannten Multiplikatoren, ähnlich wie bei Immobilien ja auch, dass wie vielfache der Jahresmiete bezahle ich für den Erwerb einer Immobilie? Genauso bei Aktien. Dass wie vielfache des Jahresgewinns zahle ich, um das Unternehmen zu erwerben. Kursgewinnverhältnis. Und da lief vieles aus dem Ruder aufgrund der Nullzins, aufgrund der Negativzinsphase. Und da war ja auch unser Punkt immer, man weiß nicht, wie es weitergeht, aber es macht auf jeden Fall Sinn, die Bewertungskennzahlen im Aktienportfolio etwas nach unten zu nehmen. Das macht man über den sogenannten Value-Faktor, also Aktien, die günstiger bewertet sind. Und das sehen Sie hier eben sehr schön in Schwarz, dieser sogenannte Value-Faktor.
Also wir schauen den globalen Aktienmarkt an und gewichten aus diesem Universum, aus einer Value, aus einer substanzwertorientierten Brille. Und da sehen Sie auch mit dem Währungseffekt, der Value-Faktor war der beste Faktor, ist sogar auf 12 Monate entsprechend hier positiv, was auch der Grund ist, dass Dividendenfonds, die ja lange Zeit nicht mit den ganzen Highflyern, mit den ganzen Wachstumstiteln dieser Welt mithalten konnten, die so ein bisschen als Oma-Papiere galten, wer braucht schon Dividende, die haben sich dieses Jahr sehr gut geschlagen. Warum? Dividendenorientierte Strategien sind im Wesentlichen ein Derivat, eine Ableitung aus der Value-Prämie, aus der Value-Komposition. Von daher sehen Sie hier, also, was hätte man erwartet, wenn man gewusst hätte, dass die Zinsen so stark steigen? Value muss laufen. Wir wussten natürlich auch nicht, dass Value läuft, aber wir haben oft kommuniziert, dass der Aktienmarkt doch Übertreibungen zeigt, wie Anfang der 2020er Jahre, weswegen, 2000er Jahre, weswegen es eben Sinn macht, etwas Value beizumischen, um eben die Bewertungskennzahlen nach unten zu ziehen. Ansonsten, was würde man noch erwarten in einem schwierigen Kapitalmarkt? Ja, man würde erwarten, dass eine Aktienstrategie, die über Korrelationen versucht, ein Portfolio mit möglichst geringer Schwankungsbreite zu konstruieren, sich besser verhält als der breite Markt. Und auch da sehen Sie hier in Orange dargestellt, auch diese Erwartungshaltung ist eingetroffen. Von daher muss man sagen, auch das Argument zu sagen, defensivere Aktienziele etwas höher zu gewichten, wer in diesem Jahr vielleicht den Fokus auf defensive Aktienstrategien und Value und Dividende gelegt hat, der ist aufgrund der Euroentwicklung sogar im Plus. Und die Lieblinge der letzten Jahre, insbesondere natürlich auch das Thema Qualität, also hohe Rentabilität aufs eingesetzte Kapital, niedrige Bilanzverschuldung, denken Sie an die ganzen Big-Tech-Werte, Microsoft ist da natürlich auch ein exemplarischer Wert. Tolle Unternehmen, tolles Geschäftsmodell, super Burggraben über die Lizenzeinnahmen, aber auch Qualität kann natürlich zu teuer werden und deswegen Sie hier auch mit dem Währungseffekt gerechnet, hat sich dann dies Jahr schwer getan. Deswegen sehen wir schon auch, der Aktienmarkt ist nicht homogen. Wir haben zumindest diese Faktorbrille und auch diese regionale Perspektive, die viele Anleger einnehmen. Also Deutschland, Europa, Eurozone, Schweiz, Großbritannien, USA, Asien und ähnliches. Viel sinnvoller aus unserer Sicht ist eigentlich die Branchenperspektive, weil die Unternehmer gehen ja heute im Wesentlichen global. Aber noch viel wichtiger für die Portfoliokonstruktion kann eben diese Faktorperspektive sein, weil sie hat den größten Erklärgehalt. Insgesamt auch das für die taktische Perspektive. Wir glauben auch hier weiterhin noch, es macht Sinn, weiterhin noch im Vergleich zu den Marktindizes diese Faktoren etwas höher zu gewichten, einen sogenannten Tilt, wie die Experten sagen, also sprich natürlich die Aktienquote zu halten, vielleicht leicht unter der strategischen Quote, aber innerhalb der Aktienquote die Charakteristika dann doch immer noch mit einer gewissen Gewichtung für diese genannten Faktoren zu halten. Aber auch das muss man sagen, wohingegen die Argumentation für das Thema Value Ende 2021 sehr, sehr klar war, ist sie heute immer noch gut zu begründen, aber nicht mehr ganz so klar. Genauso wie die Exzesse im Jahr 21 rund um Kryptos, Wachstumstitel, irgendwelche börsennotierten Beteiligungsgesellschaften. Da war schon sehr klar erkennbar, wir haben eine irrationale Übertreibung, wir haben eine, man muss es etwas platt formulieren, teilweise eine schwachsinnige Argumentationskette, um irgendwelche astronomischen Kursbewegungen zu begründen. Da hat sich natürlich vieles relativiert, deswegen ist auch diese Zinsmeinung nicht mehr ganz so klar wie Ende des vergangenen Jahres, wo ja auch, Sie erinnern sich vielleicht im Januar an unser Webinar, da hatten wir so einen Luftballon mit einer Nadel dran, wo wir drunter geschrieben haben, lassen die Notenbanken die Luft aus den Kapitalmärkten. Da haben wir natürlich zwischenzeitlich das auch schon mal deutlich gesehen. Aber jetzt ist es schwieriger, weswegen auch jetzt dieses Thema Abweichung von der strategisch neutralen Quote aus Aktien, Anleihen, Gold und Co. nicht mehr ganz so klar zu begründen ist. Aber Sie sehen es hier an den relativen Unterschieden. Das macht schon einen erheblichen Unterschied, ob man die Charakteristika sehr einseitig gewählt hat und dann daneben liegt oder ob man diversifiziert ist und vielleicht ein ganz gutes Händchen dann auch hatte. Beispielsweise sehen Sie es auch bei den Faktorstrategien, die wir natürlich ja auch anbieten. Da sehen Sie auch, wenn Sie sich die Factsheets anschauen, dass da ein bisschen Übergewicht in diesen Titeln drin war, glücklicherweise im Vergleich zum Markt. Von daher das immer ganz interessant, weil wir müssen uns auch klar machen, auch die Opportunitätskosten für die Aktien, die sind nun eine andere, weil wenn ich Aktien kaufe, dann gebe ich ja immer die sichere Rendite der Anleihen auf. Ne?
kann ja mein Geld nur einmal allokieren. Wenn ich 100 Euro in Anleihen investiere, in Aktien investiere, dann gebe ich den sicheren Zins für die Anleihen auf. Und deswegen sehen wir hier mal auch für die USA nochmal dargestellt, aber gilt natürlich auch auf globaler Ebene. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen mit 3,5%, die kam jetzt zwar von den 4,3 schon ein bisschen zurück, da macht sich die Rezessionsangst auch bemerkbar, respektive auch die Erwartung, dass die US-Notenbank vielleicht jetzt nicht ganz so extrem geldpolitisch agiert, wie man es im schlimmsten Fall kommuniziert hat. Auch das war ja unsere Meinung, Sie erinnern sich. Wir haben immer gesagt, der Peak der geldpolitischen Erwartungskomponente, den erwarten wir im Q4 2022 und ich glaube, da liegen wir nicht ganz so falsch. Also im Umkehrschluss die Rendite, die sichere Rendite, im Umkehrschluss die Gewinnrendite, das heißt, man nimmt das Kurs-Gewinn-Verhältnis, bildet den Kehrwert und man nimmt hier natürlich auch die erwarteten Gewinne aufgrund der, auf Basis der IBIS-Schätzung, das ist so der Branchenstandard. Und da sehen Sie eben, naja, okay, Aktienmarkt, Gewinnrendite, Kehrverhältnis mit den erwarteten Gewinnen, die natürlich nicht so bleiben, wenn es wirklich eine Rezession gibt. Die Gewinnerwartungen wurden etwas korrigiert, aber nicht auf Rezessionsniveau runter, weil die Rezession auch nicht ganz so sicher ist, muss man ja sagen. Und dann sehen Sie hier unten eben die Differenz. Und jetzt muss man natürlich sogar sagen, na Moment mal, muss ich Aktien eigentlich mit Staatsanleihen vergleichen oder mit Unternehmensanleihen guter Bonität? Und wenn Sie sich das im US-Dollar-Raum anschauen, klar, die Zinsen im Dollar sind höher, aber wir gucken ja auch auf US-Aktien, dann muss man sagen, Sie kriegen für US-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating Renditen jenseits der 5%, 5,2, 5,3%. Das heißt, der Risikoaufschlag für den Aktienmarkt mit den deutlich unsicheren Ertragserwartungen, der ist natürlich erstmal niedrig. Jetzt wissen wir alle, Anleihen sind in der Rückzahlung begrenzt bei 100. Ich kann nie mehr verdienen als die Rendite beim Kauf. Aktien sind natürlich nach oben rechnerisch unbegrenzt. Von daher heißt das natürlich nicht alles auf Anleihen, keine Aktien. Aber es bedeutet durchaus in der Komposition, wo man vielleicht die letzten 10 Jahre sehr stark auf Aktien gesetzt hat, dass man vielleicht dann sagt, na Moment mal kurz, meine strategische Aktienquote sind vielleicht 50%. Vielleicht reduziere ich jetzt mal die Aktienquote von 50% auf 40%, das ist nur ein Beispiel, und nehme das Risiko von diesen 10% Aktienmarktrisiko lieber in Unternehmensanleihen, weil ich dort in Erwartungshaltung zur Schwankungsbreite und zur Sicherheit meines Ertrages eigentlich momentan ein sehr gutes Rendite-Risikoprofil habe. Deswegen erwarten wir auch hier, dass die Nachfrage nach Unternehmensanleihen auch nochmal entsprechend nach oben gehen wird. Vielleicht, wenn wir wirklich in die Rezession gehen, gibt es nochmal deutlichere Einkaufskurse. Da man es aber nicht weiß, macht es Sinn, schrittweise, das ist ja auch unsere Empfehlung seit dem Spätsommer, schrittweise in die Unsicherheit, in die Anleihen hinein zu allokieren. Natürlich immer breit diversifiziert. Auch das natürlich klar. Wir wollen nicht das Risiko einzelner Unternehmen. Wir wollen immer das Risiko-Rendite-Profil der Asset-Klasse, der Vermögensklasse. Goldpreis, auch das noch ein wichtiges Thema. Gold hat ja enttäuscht, das muss man ganz klar sagen. Mit den ganzen Inflationsüberraschungen hat Gold überhaupt nicht funktioniert, weder im Euro noch im Dollar, im Euro noch ansatzweise. Aber da muss man natürlich auch sagen, wenn ich Gold nur habe, weil es die Währungsentwicklung zum Dollar reflektiert, dann ist es ein bisschen wenig, weil Gold schwankt ungefähr wie der Aktienmarkt oder zumindest mal 70-75% wie der Aktienmarkt. Und für dieses Schwankungsrisiko bekomme ich dann doch mit einem diversifizierten Portfolio, wo Gold vielleicht 5 oder 10% ausmacht, ein deutlich besseres Chance-Risiko-Profil. Also Gold, der Goldpreis hat enttäuscht, vor allem im Dollar natürlich. Im Euro war es, naja, eigentlich nur die Währungsentwicklung. Und jetzt sehen wir eben, das ändert sich jetzt ein bisschen dahingestellt, dass man sagen kann, der Goldpreis hat sich jetzt eben erholt, das sehen Sie in Türkisblau, aber eben der Goldpreis in Dollar. Der Goldpreis in Euro, das sehen Sie hier dementsprechend, da muss man sagen, naja gut, da tut sich nicht so richtig viel. Und dann sind wir schon bei einem ganz wichtigen Punkt nochmal aus der globalen Perspektive. Wenn wir als Euroanleger global investieren in Aktienmärkte, die in Fremdwährungen notieren, dann war bisher dieses Jahr sehr angenehm. Warum? Vermögenspreise sind gefallen, sogenannte Risk-Off-Phase, aber der Dollar ist gegenüber dem Euro gestiegen. Das heißt, die Dollarstärke hat einen Teil der Verluste aus den fallenden Aktienmärkten kompensiert. Jetzt sehen wir die Phase, Moment mal, der Euro steigt, wir sind wieder bei 1,06 zum Dollar. Aber glücklicherweise sind ja auch die Vermögenspreise etwas gestiegen. Heißt aber auch nach vorne hin, wir haben so dieses Wechselspiel, was machen die Zinsen?
Was heißt es für die Unternehmensbewertung? Was heißt es für die Währung? Das heißt, man kann auch sich die Frage stellen, wie viel Dollarabhängigkeit will ich im Portfolio haben? Bei Aktien würde man die strategische Quote nicht mit Währungssicherung entsprechend versehen, aber die taktische Quote, also sprich, wenn die Aktien nochmal zurückkommen und ich will in den globalen Aktienmarkt, dann würde das dafür sprechen, eher ein bisschen diese Value-Faktoren zu gewichten, eher ein Gleichgewichtungsansatz im Vergleich zu der marktkapitalisierungsgewichteten Logik für den S&P 500 und diese taktische Übergewichtung vielleicht sogar mit einem Währungshedge zu versehen. Der kostet zwar erstmal Geld aufgrund der Zinsdifferenz, aber wenn der Dollar natürlich nochmal weiterhin 5-6% abwerten könnte, denken Sie an das Thema Kaufkraftparitäten, dann ist natürlich billiger, die Währung abzusichern, als den Kursverlust hinzunehmen. Also deswegen auch Gold gehört immer mit ins Portfolio, 5% strategische Quote, noch darüber hinaus vielleicht etwas taktische Quote, aber ganz wichtig, denken Sie immer dran, Goldpreis in Euros relevant. Von daher sehen Sie hier, wir konnten da jetzt leider als Euroanleger von diesem jüngsten Anstieg hier nicht profitieren, weil der Euro hat eben aufgewertet. Und von daher nochmal der Appell auch beim Gold, immer die Währung mit betrachten. Auch hier würde sich die gleiche Frage der Währungsabsicherung stellen, weil, wie gesagt, es nutzt ja wenig, wenn sich der Goldpreis um 10% in Dollar verteuert, aber der Euro wertet 10% gegen den Dollar auf, dann ist der Goldpreis zwar absolut gestiegen, aber währungsbereinigt aus Euro-Sicht ist er immer noch 0 auf 0. Und das mit der Schwankungsbreite von ungefähr 75% Aktienmarkt, dann gibt es natürlich heute bei recht auskömmlichen Zinsen natürlich bessere Chance-Risikoprofil. Also Gold, ganz klar, wichtiger Teil eines Portfolios aus der strategischen Perspektive, taktisch durchaus interessant, aber Überlegung, Währungssicherung, ja oder nein, bei Zertifikaten nennt man das auch Quantum-Mechanismus. So, meine Damen und Herren, da wir jetzt viel über Taktik gesprochen haben, nochmal ganz klar die Einleitung. Wichtig ist immer, bevor wir uns über die Taktik Gedanken machen, kenne ich als Anleger meinen Vermögensstatus? Vermögensbilanz, Vermögensstrukturanalyse, Kennzahlenanalyse, Sicherheit, Liquidität, Rendite. Also das goldene Dreieck. Liquiditätsplanung. Wann brauche ich überhaupt welches Kapital? Insbesondere wichtig in Zeiten von hoher Inflation und steigenden Opportunitätskosten durch die Zinsen. Die Herleitung der Anlagestrategie ist natürlich auch ein vielfältiges Thema. Und erst dann kommen diese Umsetzungsfragen. Und die Taktik, die wir heute besprochen haben, ist ja am Ende des Tages auch ja nur eine Detailfrage im Rahmen der Umsetzung, aber Sie haben schon gesehen, aufgrund der Differenzen auch, es war ein großer Unterschied, ob man blind in diese Zinsschock-Thematik reingelaufen ist oder ob man eine geringere Duration hatte, ob man einfach blind immer darauf gesetzt hat, dass die Highflyer-Wachstumsaktien immer weiter steigen, dass Krypto das nächste große Thema macht, dass Immobilienpreise unendlich steigen oder ob man vielleicht mal betriebswirtschaftlich auch ein bisschen rechnet und dann vielleicht mal das Portfolio etwas günstiger aufgestellt hat im Vergleich zum Marktschnitt und vielleicht auch auf der Zinsseite etwas defensiver war. Jetzt, wie gesagt, hat sich ein bisschen gedreht, aber auch um das nochmal einzuordnen, die wichtige Unterscheidung, heute haben wir wirklich über Details geredet, wichtig ist die Einordnung in den gesamten Prozess. Ja, meine Damen und Herren, das soll es von den Ausführungen gewesen sein. Ich darf Sie noch natürlich für unseren YouTube-Kanal begeistern, natürlich auch noch für unseren Newsletter, indem Sie den QR-Code scannen, beziehungsweise auf der Webseite können Sie das ganz entspannt abonnieren. Ich würde jetzt an dieser Stelle auch die Aufzeichnung beenden. Darf ich bei all Ihnen bedanken, wünsche Ihnen schöne Weihnachten, sofern wir uns nicht mal persönlich sehen oder eben auch vielleicht im Rahmen einer persönlichen Videokonferenz noch mal treffen. Bleiben Sie gesund und für alle anderen, Sie darf ich nun einladen zur Fragerunde. Nutzen Sie hierzu bitte wie gewohnt die Funktion, die die Software über den Chat bietet. Ansonsten darf ich mich verabschieden. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.